Blödes Großmaul. Hast du davon. Schnell, Lea. Fang Asrodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Das Licht in euch wird stärker. Neue Stufe und die sagt das so einfach, die verhexen, ha? Aha. Naja, Brandbombe, was Neues, sehr schön. Und großer böser Voodoo, nicht wirklich. Okay, also. Dann verteilen wir erstmal neue Skills. Brandbombe als allererstes. Der Schädel springt und verursacht bei jedem Aufprall Schaden. Probieren wir es mal aus. Ich weiß noch nicht, ob es besser ist als Buschfeuer. Dann kommt da eigentlich was. 43 erst wieder, wow. Okay, wir benutzen mal den springenden Punkt. Und hier, Geistwandel habe ich eigentlich kaum benutzt. Und da beschwören wir einen Fetischschaman, der Gegner in Hühner verwandelt. Also so wenig, wie wir das jetzt hier benutzt haben, den Geistwandler oder ich eben. Probieren wir das mal aus. Erhöht den Schaden, den verwandelte Ziele erleiden. Probieren wir. Und das hier überschwört ein Fetisch. Na, da war ja nicht so prall. Erhöht die Dauer des Rituals. Nö, ich will hier unseren Giganten behalten. Ich finde ihn total cool. Und dann gehen wir jetzt eben mal schnell zurück. Räumen kurz unser Bankfach auf. Oder hier unser Inventar, um genau zu sein. Bankfach auch so ein bisschen vielleicht. So, die hier zum Verschenken, ganz genau. Die noch hier mit rein. Hier, du dahin. Und der Rest wird zerstört, beziehungsweise verkauft. Und dann schauen wir mal, wie wir diesen Akt hier jetzt beenden. Wahrscheinlich mit einem riesen Knall. Ich weiß immer noch nicht, ob das alles so super funktionieren wird. Irgendwie brauchen wir jetzt hier die Überleitung zum vierten Akt. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Mhm. Wo sind Adria, Lea und Tyrae? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die schon am Feiern sind. Ha! Igitt. Das war ja klar. Schauen wir mal, ob wir irgendjemanden wiedererkennen können, aber anhand der Gedärme würde ich sagen, Wirret könnte das eventuell sein. Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Ha, so klar. Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Aber Aiden, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Die waschen sie immer zu allglatt. Endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ach du Scheiße. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir.
Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Nein! Puh. Die Folgen der Sünde haben wir also gerade freigeschalten. Und das Portal zum Himmel betreten wir nun. Ich dachte, wir würden im Dings landen, in der Hölle am Ende, im letzten Akt. Aber anscheinend ist es der Himmel. Einfach mal gucken. Ja, wir wollen uns in den nächsten Akt begeben. Wir haben hier alles getan. Und viel Zerstörung hinterlassen. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Diablo ist eine Frau. Adria hat uns verraten. Und Leas Seele lebt nun in Nviru Aikura. Aus ihrem Körper ist Diablo als das oberste Übel neu geboren worden. Und mit ihm die ganze Macht der brennenden Höllen. Die hohen Himmel selbst erbeben unter seinen Schritten. Und die Engel können nichts dagegen tun. Nun liegt die Hoffnung bei mir. Nur ich kann ihn aufhalten.
Und ich habe die Verbindung zum Spiel verloren. Mein Client wurde vom Server getrennt. Warum auch immer. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, oder? Tja, jetzt gucken wir auf jeden Fall gleich mal hier diesen Bildschirm mal wieder an. 23 Stunden spielen wir hier jetzt also schon zusammen. Und also mal kurz zu dem Video, auf jeden Fall ein epischer Kampf. Und mir gefällt da das Model von Diablo wahnsinnig gut. Also da hat man sehr viel von Andariel drin gesehen. Ich probier's mal wieder. Und da das Charakterdesign wirklich super. All diese sinnlose Zerstörung. So, die zur Zitadelle der Bastionen können wir von hier also auch. Imperius. Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tyrael. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Pah, neidische Bitch. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Ihr konntet nichts dafür. Das war Diablos Werk. Ihr habt getan, was ihr konntet. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal der Menschen ab. Meine Stimme gab den Ausschlag. Ich beschloss, euch vor der Ausrottung zu bewahren. Und jetzt hat die Menschheit das oberste Übel hervorgebracht. Zweifelt nicht, Tyrael. Ihr seid einer von uns geworden und nun müsst ihr als einer von uns leben und kämpfen. Gebt euch der Verzweiflung hin, wenn ihr müsst, oder kommt und kämpft an meiner Seite. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Nein, auf keinen Fall. Es gibt immer noch uns. Kann mit ihm noch was reden? Wir können mit ihm noch einiges reden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in das Vestibulum. Oder Vestibül wird das, glaube ich, oft genannt. Seht ihr die Zerstörung an, die ich gebracht habe? Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Iskato, vernichte den Nephalem. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Oh, ein Kampf? Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass wir erstmal in eine Stadt oder sowas kommen. Die Armeen der Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Ihr glaubt, ihr könntet mich besiegen, Sterblicher? Unsere Armeen sind endlos. So, jetzt sind wir erstmal gestorben. Repariert habe ich auch schon nicht mehr lang, ich weiß. Aber dann mache ich hier an dieser Stelle jetzt nochmal einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns wieder mit Iskatu anlegen und die Himmel zurückerobern. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.